Die Konzessionsrichtlinie und auch das neue Vergaberecht auf EU-Ebene für die Bereiche Wasser und Energie wurden jetzt vom Parlament noch einmal abgesegnet, nachdem es lange Verhandlungen im vergangenen Sommer gab. Welche Neuerungen kommen da auf uns zu? Diese Konzessionsrichtlinie hatte ursprünglich beinhaltet, dass man auch die Wasserversorgung, die öffentliche Wasserversorgung in Österreich hätte ausschreiben müssen, in Gemeinden ab einer bestimmten Größe. Und die Tendenz wäre natürlich vorhanden gewesen, dann die Größenordnungen herunterzuschrauben. Damit hätte das bedeutet, dass natürlich auch ausländische Konzerne auf das österreichische Wasser und die Wasserversorgung Zugriff bekommen hätten. Das ist Gott sei Dank heraus. Aber ansonsten sind öffentliche Konzessionsvergaben in Zukunft europaweit auszuschreiben, was grundsätzlich nicht schlecht ist, das möchte ich dazu sagen. Aber es gibt eben Sektoren, wo man einen derartigen Zugriff ausländischer Konzerne nicht zulassen kann. Und das betrifft insbesondere die grundlegenden Versorgungselemente, das heißt Versorgungsgüter. Und da ist in allererster Linie natürlich das Wasser zu nennen. Und das ist ja Gott sei Dank durch entschlossenen Widerstand, den ich hier auch geleistet habe, weil hier erinnern im EU-Parlament ist es ja wesentlich, Widerstand zu leisten. Und dieser Widerstand war jedenfalls so erfolgreich, dass jetzt diese Wassergeschichte aus dieser Konzessionsrichtlinie heraus ist.